Willkommen zurück bei Flippy und das Rennen beginnt jetzt. Der Start: Erster Hamlin, zweiter Vettel, dritter Rosberg. Und wir sehen hier, ah, da haut Rosberg und Hamlin weg. Der hat versucht, Vettel zu überholen, kommt an und reißt Hamlin mit. Rosberg reißt Hamlin mit. Ah, hier kommt dann Vettel raus und da überholend Ricardo, ich glaube Kimi Räikkönen und Verstappen und jetzt Vettel weiter hinten. Wir schalten jetzt mal nach hinten. Das kann man schwer sagen, was hier jetzt los ist. Ja, wir sehen ja Ricardo, Räikkönen, Verstappen. Dann haben wir noch hier Perez auch an vierter Stelle. Räikkönen. Hier ist Vettel, in dem glaube ich jetzt Bottas. Genau, da hinten Rosberg ist natürlich ganz weit zurückgefallen. Auf 21. 20. Stelle glaube ich. Da müssen wir zurückblicken und ja. Und da überholt Bottas, glaube ich. Vettel überholt wieder bei dieser Kurve. Unglaublich. Reißt jetzt aber weg. Bottas ist, glaube ich, jetzt hintergefahren. Da war das jemand anders. Ich glaube, das war jemand anders. Und Bottas, glaube ich, jetzt hinter ihm. Ne? Ich glaube, das war jemand anders. Bottas auf jeden Fall auch knapp hinter ihm, glaube ich. Das ist, glaube ich, Bottas oder keine Ahnung jetzt. Kann ich jetzt nicht sagen, wer das jetzt genau war. Ich bin natürlich mit Vettel gefahren. Ich habe sehr schlecht diese drei Runden überlebt. Hier bin ich rausgekommen. Das war der Fehler. Das war das Aus. Und hier erwischte mich. Und ja, der Bottas erwischt mich. Und ich war draußen. Ich darf ja noch rück reinkommen. Ich bin zurückgefahren. Ich strecke genau rein in Felipe Nasser, glaube ich. Und Rosberg hier sieht man. Hamilton ist auch gerade vorbeigefahren, Rosberg jetzt letzter, vorletzter, ich bin natürlich jetzt 20. Und ja, der überholt Rosberg. Ah, da dränge ich mich ein wenig raus. Wieder Rosberg und Felipe Nasser ganz hinten. Ja, so hat er mich rausgedrängelt, da ist Vettel dann rausgegangen. Rausgekommen und da, ich glaube, jetzt immer überholt Rosberg, glaube ich. Wir schalten mal nach vorne. Ja, das läuft sehr gut. Ja, hier sehen wir Kim Räikkönen erster, Ricardo zweiter, dritter, Verstappen. Ja, und hier fährt Vettel, glaube ich. Oh, jetzt bin ich rausgekommen wieder. Fährt jetzt in die Box. So, Boxenstopp, auch Rosberg in der Boxenstopp und Felipe Nasser. Alle drei in der Boxen, Rosberg fährt weiter. Auch Felipe Nasser fährt hier raus, aus der Box. Und ja, wir schauen weiter. Hier ist jetzt Kimi Räikkönen erster, Ricardo zweiter und dritter Verstappen. Es geht jetzt zur Schlussphase. Na schön hier, Räikkönen Fahrt. Und die überholt da. Ricardo überholt
Kimi Räikkönen, dritter Verstappen, zweiter Räikkönen, erster Ricciardo. Hat gut überholt noch zur Schlussphase jetzt. Ja, und da hat der Räikkönen Pech gehabt. Reines Ziel, die Fahne hier durch. Ja, wir schauen jetzt weiter hinter. Hier fahren die anderen. Hier ist eigentlich nicht viel passiert in der Mittelphase. Und ja, hier. Dann, ich glaube, das ist Hamilton, glaube ich. Dann haben wir, genau, dann haben wir NASA, Rosberg und zum Schluss Vettel. Und auch die fahren jetzt dann ins Ziel. Jetzt hat sich eigentlich nicht mehr viel geändert. Auch hier überholt Rosberg jetzt. Hat überholt NASA, Felipe NASA. Er hat es wunderschön gesehen. Kommen wir zur Schlussphase. Ja, und Rosberg fährt rein. Aber durch die Strafe hat es ihm leider jetzt dann einen Platz zurückgehaut, glaube ich, oder? Oder geht es jetzt noch weiter? Nein, es ist vorbei, genau. Es ist vorbei und ja, ich schon auf die Liste. Ricciardo erster, Räikkönen zweiter, dritter Verstappen, Perez vierter, fünfter Bottas, Fernando Alonso, das war das eine, genau, und jetzt muss ich mal schauen. William Racing, genau, Felipe Massa hat es gehabt, genau der war es, der am Anfang auch rausgedrängelt wurde ein wenig, und Rosberg ist leider zurückgefallen wegen der 4 Sekunden Strafe da, was er da zweimal sich eingefangen hat, obwohl er 20. reingefahren ist, hat es ihm einen Platz zurückgehaut, und ich ja sowieso letzter, ne? Und ja, das war's von Japan. Wir sehen uns das nächste Mal. Dann sehen wir einmal nach, das ist nicht wichtig. Flippi, tschüss, ciao und einen schönen Tag noch.